Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Markus-Lanz-Sendung mit dem hessischen AfD-Spitzenkandidaten Robert Lambrou. Jetzt im Folgenden ein paar prägnante Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Wir sehen zu, wie Leute in Boote steigen, wir sehen auch zu, wie Leute auf dem Mittelmeer trinken und dann bauen wir einfach so hohe Zäune oder schieben sie zurück ins Wasser, bis es aufhört. Würden Sie es so machen? Also wir möchten von der AfD niemanden ertrinken lassen. Wir sehen auch die Not der Menschen oder die Hoffnung auf ein besseres Leben, das sie nach Europa treibt. Aber es ist auch eines klar. Wir vertreten als Politiker die Interessen der Bürger dieses Landes, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, und nicht die Interessen der Menschen, die nach Deutschland kommen. Wir wollen die EU reformieren und auf einen Kern zurückführen. Herr Höcke wollen Sie sterben lassen, das habe ich zuletzt vernommen. Herr Höcke hat gesagt, wenn Sie es jetzt populistisch zuspitzen wollen, dann muss diese EU sterben, damit Europa leben kann. Er hat also A zugespitzt und B auch klar gesagt, dass er ein positives Ziel hat. Will der die EU behalten, weil er ja nach Brüssel möchte, oder will der die EU auch abschaffen? Das würde ich jetzt gerne mal verstehen. Weil wenn er sie abschafft, kann er nicht nach Brüssel, verstehen Sie? Ja, ist mir klar. Schwierig. Maximilian Krah hat hier sicherlich eine Entwicklung hinter sich, aber er steht mittlerweile auch im Lager der Befürworter des Versuchs einer Reformierung. Der EU? Ja. Ist das der alte Krah oder der neue Krah? Der EU-Parteitag in Magdeburg war danach. Und wenn Sie das wirklich wissen wollen, dann laden Sie Herrn Krah ein und fragen Sie ihn bitte direkt. Ja, aber ich will Sie gerne ernst nehmen und auch fragen. Deswegen, ich will es verstehen. Er keine EU-Position hat. Ich würde ganz gerne Gedanken ausführen. Das dürfen Sie, Herr Lambrou. Ja. Ich will es nur verstehen. Ja, weil ich nehme es wahr, dass Sie mich... Aber wieso? Ich habe doch bei ihm dazwischen geredet und bei Frau Teutenberg dazwischen geredet. Ja, in den Sendungen, wo ich hier war, dazwischen geredet. Warum soll ich das bei der AfD nicht machen? Ich finde es unhöflich. Ich unterbreche Sie auch nicht. Sie sind ja einer der Gemäßigten. Sie reden auch anders. Sie sind ein angenehmer Mensch, persönlich. Wollen Sie wirklich, dass so jemand für Sie, tut er ja auch für Sie, im Europaparlament sitzt? Frage ich. Was spricht denn gegen Maximilian Krah? Ich frage nur, ist das für Sie in Ordnung? Ist, wenn so das jemand, Sie ist das jemand, der die Demokratie abschaffen will? So wie ich ihn kenne, ist es ein genauso leidenschaftlicher Demokrat wie ich und die anderen Menschen, die in der Partei sind. Ich sehe das Video aber im Gesamtzusammenhang. Ich kann mich genauso, wie Sie sich auf den ersten Satz kaprizieren, auch auf den letzten kaprizieren. Und er sagt, seien wir gemeinsam ein Volk. So läuft das ja nicht. Björn Höcke hat 2017 in Dresden eine programmatische Rede gehalten, wo er gesagt hat, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das heißt, Björn Höcke, geht es um ein anderes Gedenken an die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Das ist doch völlig klar. Von welchen Verbrechen dachten Sie denn? Fahrraddiebstahl? Arbeiten Sie mit dem gut zusammen? Ja, die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Wo würden Sie den verorten? Ist der rechts, sehr rechts oder ganz rechts unterwegs? Ich vertrete eher die Mitte der Partei und er repräsentiert eher den konservativen Flügel. Den konservativen oder den sehr rechten Flügel? Wir haben einen liberalen Flügel, wir haben die Parteimitte und wir haben einen konservativen Flügel. Andreas Lichert ist im konservativen Flügel. Okay, Sie definieren das offensichtlich anders. Walter Wissenbach ist eine Herausforderung als Mensch. Er mag es, er mag es, andere Leute zu provozieren. Ich glaube, und ist Herr Krah auch eine Herausforderung als Mensch? Walter Lichert sich im Hessischen Landtag in einer öffentlichen Debatte glasklar vom sogenannten Ethnopluralismus distanziert hat. Das ist der Kern des Gedankenguts der identitären Bewegung. So etwas sollten Sie dann bitte, der Fairness halber, auch zur Kenntnis nehmen. Wissen Sie, Andreas Lichert kommt aus der FDP, ich komme aus der SPD. Wir haben beide einen Migrationshintergrund und wir sind beides leidenschaftliche Demokraten, die sich berechtigte Sorgen um die Zukunft Deutschlands machen. Das Wort Hochfinanz. Würden Sie das benutzen, dieses Wort? Ich habe das während der Debatte gegoogelt und wenn Sie auf Wikipedia gehen, steht dort ganz klar, dieser Begriff hat eine problematische Vergangenheit, aber spätestens seit Beginn der Finanzkrise 2008 wird er ganz allgemein verwendet. Das dann Andreas Lichert ans Revers zu heften, ist wieder nicht fair, sondern es ist Framing. Dieses Wort finden Sie im Spiegel, das finden Sie im Handelsblatt. Es wird, Spiegel als Hochfinanz? Es wird seit 2008 allgemein verwendet. Und das, ich bin mir sicher, dass er sich dessen bewusst war, deswegen hat er das ja auch genauso benutzt, genauso ist es auch eingesetzt. Ich muss widersprechen. Ich denke, dass er es sich nicht bewusst war und ich kannte zum Beispiel die Bedeutung dieses Wortes auch nicht. Herr Lambrou, also wenn ich das mal, also ich höre mir das jetzt seit ein paar Minuten an, aber das ist genau das, wie Sie verfahren. Sie haben hochproblematische Personen in ihren Reihen. Wir werden ständig geframed. Das ist kein Framing. Wenn Sie so sprechen, ist das eine eindeutige Anspielung. Das sind eindeutige Worte, die dort genutzt werden. Wir sind bei dem Beispiel mit dem Begriff
Hochfinanz. Da kann jeder Zuschauer jetzt googeln und auf Wikipedia lesen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass spätestens seit 2008 das allgemein verwendet wird. Das nehmen Sie nicht zur Kenntnis und framen Andreas Lichert. Und dieses Spiel, ich bin ja seit Anfang an dabei, geht seit 2013 mit der AfD. Wir erleben das in vielen Schulklassen. Da wird eine Stunde lang auf den AfDler draufgehauen. Und das machen viele junge Leute nicht mit und kommen dann danach oft zu dem AfDler und reden mit denen noch 10, 20, 30 Minuten, weil sie das auffühlt, wie mit unseren Leuten umgegangen wird. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz hat, glaube ich, 22 noch mal im Mai festgehalten, Hochfinanz ist ein hochproblematischer Begriff. Es fehlt seit 2015 der politische Wille, dieses Problem lösen zu wollen. Stattdessen prügelt man die AfD, die seit 2015 immer wieder auf Dinge hingewiesen hat. Jetzt werden Ideen der AfD umgesetzt, für die man uns jahrelang geprügelt hat. Wir halten jetzt fest mit anderen Worten, Robin Alexander, Herr Lambrou hat keine wirkliche Lösung. Nein, das stimmt nicht. Ich habe einen. Ich habe Robin Alexander gerade. Entschuldigung. Als politischen Beobachter. Also. Ich lasse jetzt mal ein paar Sachen einfach durchlaufen, die nicht gestimmt haben bei dem, was Sie gesagt haben. Aber das lasse ich jetzt durchlaufen. Aber komm, lass uns aufarbeiten. Sind Sie ja sauer. Und dann, warum wir uns auch in dieser Sendung so gestritten haben und wo auch wirklich ein Problem mit der AfD ist. Sie haben die prinzipiellen Sachen nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zur deutschen Vergangenheit nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zu Europa nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zur NATO nicht gerade. Sie haben Ihr Verhältnis zu Russland nicht gerade. So, und deshalb finde ich es auch ätzend, dass Sie immer sagen, wir sind die Konservativen. Russland, Amerika, deutsche Vergangenheit, Brüssel, das hätte man die 4 Uhr nachts wecken können. Und ob man sie persönlich wecken kann, weiß ich nicht. Ich sehe sie zum ersten Mal, aber ihre Leute kann man halt in der Fläche nicht wecken. Sie sind dann nicht verlässlich und das sollten sie bearbeiten. Und dann würden wir auch, sie sagen ja immer framen, sie meinen wohl Begriffe überstülpen oder was meinen sie damit? Nehmen sie doch die Kritik mal an. Schauen Sie, ich habe das Recht, eine andere Meinung zu haben. Das ist aber sozusagen dagegen sein, aus Prinzip. Wir sind nicht Protest. Nein, wir dokumentieren, dass man das so nicht mehr möchte. Ich habe versucht, einen konstruktiven Ansatz irgendwo zu finden. Mir ist aber bis jetzt leider entgangen. Herr Lanz, darf ich noch eines kurz sagen? Ja, dürfen Sie. Die Umfragen zeigen ganz klar, dass uns viele Menschen aus Überzeugung wählen für unser inhaltliches Programm. Und da stehen zu allen gesellschaftspolitischen Bereichen Ideen und Lösungen drin. Wie war der Ablauf der Sendung? Robert Lambrou kam erst in Minute 34 zu Wort. Zuvor wurden Teuteberg und ein Grünen-Politiker befragt zur Migration. Es ist schon verwunderlich, weil die FDP hat in Hessen 5%, in Bayern 3% geholt, die AfD 18,4% in Hessen und um die 15% in Bayern. Dass Lambrou erst nach Teuteberg zu Wort kommt, befragt wird, zeigt, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihren Auftrag nicht erfüllen wollen. Warum hat Markus Lanz überhaupt Lambrou eingeladen? Aus meiner Sicht deshalb, weil er sich für überlegen hält. Er denkt, er kann jeden framen. Er kann Lambrou framen. Es ist vielleicht auch eine Art Kampfgeist. Oder er sieht das als sportliche Herausforderung. Es ist das gewohnte Setup. Lambrou soll in die Zange genommen werden. Das Drehbuch war dann folgendes. Lambrou wurde erst zur Migration befragt. Es ging relativ friedlich los. Lambrou konnte seine Punkte machen. Und es kam dann inhaltlich gar nichts mehr dazu in der Frage. Nacheinander wurden alle möglichen Zitate aufgerufen, um die AfD rechtsextrem zu framen. Und hier hat sich gezeigt, aus meiner Sicht, dass Markus Lanz und Robin Alexander, dass sie Robert Lambrou unterschätzt haben. Ich fand Steffen Cotré, der Auftritt, er wurde teilweise nicht so positiv bewertet, aber ich fand, er war auch schon bemerkenswert gut. Vielleicht haben auch Sie bei Markus Lanz gedacht, Steffen Cotré, das Echo in den Medien war jetzt nicht so groß, man kann es mit Lambrou auch nochmal probieren. Wobei Steffen Cotré aus meiner Sicht auch einen wichtigen Achtungserfolg errungen hat, indem er das Klimakatastrophen-Narrativ wirksam in Frage gestellt hat. Und er sehr wahrscheinlich einige Leute zum Nachdenken gebracht hat, die das gesehen haben. Die zuvor fest davon überzeugt waren, es gibt auf jeden Fall eine Klimakatastrophe, wenn jetzt nicht alles unternommen wird, wenn keine Solaranlagen gebaut werden und so weiter und so fort. Was hat jetzt den Auftritt von Lambrou vielleicht von anderen Auftritten nochmal unterschieden? Vielleicht war ein Problem in der Vergangenheit, dass man sich als Rechter in diesem Milieu, man es sich nicht eingestehen wollte, dass man in einer Opferrolle ist. Dass man stigmatisiert wird. Das wollte man sich selber nicht eingestehen, vielleicht, und man hat es dann so abgetan. Das heißt, wenn dieses Framing kam, man hat es laufen lassen und man hat dann gedacht, ja gut, das ist ja sowieso Quatsch, wir kennen es ja, wir wissen ja, wie wir sind. Es ist Quatsch und die Wahrheit, es setzt sich dann sowieso durch. Wir können das einfach ausschweigen. Und das war immer ein fataler Irrtum.
Man hat gemerkt, dass Robert Lambrou sehr gut vorbereitet war. Erstmal in der Migration hat man gemerkt, die Antworten, sie waren sehr kompakt, sehr treffend zusammengefasst und dabei menschlich. Also man hat schon gemerkt, er macht es hier schwer, geframed zu werden. Würden Sie den verorten? Ist der rechts, sehr rechts oder ganz rechts unterwegs? Sie sind ja einer der Gemäßigten. Sie reden auch anders. Sie sind ein angenehmer Mensch, persönlich. Wollen Sie wirklich, dass so jemand für Sie, tut er ja auch für Sie, im Europaparlament sitzt? Es wurde dann eine halbe Stunde lang versucht, die AfD mit Rechtsextremismusvorwürfen zu überführen, in Anführungszeichen. Lambrou in Not zu bringen, ihn am besten als Kronzeugen einzubringen. Markus Lanz hat suggeriert, ja, Sie sind ja in Ordnung, aber der Björn Höcke mit seiner 180-Grad-Wende. Maximilian Krah, er hat hier unmögliche Statements, die ihm dann vorgehalten wurden. Und hier hat man anscheinend gehofft in der Regie oder in der Vorplanung der Sendung, dass es gelingt, Lambrou einzulullen und ihn zum Kronzeugen zu machen. Das heißt, dass er in irgendeiner Art und Weise passiv wird, das durchlaufen lässt, dieses Framing durchlaufen lässt und sozusagen er dann als der in Anführungszeichen Nette dasteht und die Parteikollegen geframed werden. Was aber im Endeffekt auch die Integrität von Lambrou zerstört. Weil er mit diesen Leuten in der Partei ist, in derselben Partei ist. Wenn Björn Höcke ein Dämon ist und weite Teile der Partei dämonisch sind und er in dieser Partei ist, warum ist er in dieser Partei? Das heißt, der Dreck von Björn Höcke färbt auf die AfD ab und der Dreck von der AfD färbt auf ihn ab. Und Lambrou war sich dessen Trick bewusst und hat versucht, alle Vorwürfe abzuräumen. Und dabei ist es ihm gelungen, Markus Lanz zu überführen, als es um den Begriff Hochfinanz geht. Ein Beispiel mit dem Begriff Hochfinanz. Da kann jeder Zuschauer jetzt googeln und auf Wikipedia lesen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass spätestens seit 2008 das allgemein verwendet wird. Der Begriff wird ganz stark angekreidet bei Andreas Lichert, aber er kann dann genau erklären, Andreas Lichert hat das zweimal gesagt und selbst bei Wikipedia steht der Begriff mittlerweile, er darf verwendet werden. Und er hat es selber auch gar nicht gewusst. Was er hätte vielleicht noch sagen können, ist, dass ja man Markus Lanz, die Redaktion, das auch hätte nachprüfen können und zu demselben Ergebnis hätten kommen können. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat, glaube ich, 22 noch mal im Mai festgehalten, Hochfinanz ist ein hochproblematischer Begriff und ist einer, der in einem ganz bestimmten Kontext steht, ein klar antisemitischer Code. Ich will das nur noch mal fürs Protokoll sagen. Er hat das in einem Tonfall gesagt, ja, der Verfassungsschutz hat gesagt, der Begriff ist so und so. Und dann ist die Suggestion die, dass der Zuschauer denkt, ja okay, der Verfassungsschutz, wenn der das gesagt hat, wenn Markus Lanz das überzeugt sagt, das heißt, der Verfassungsschutz ist eine neutrale Instanz. Das ist die trickreiche Suggestion von Lanz. Und wenn natürlich der Verfassungsschutz eine neutrale Instanz ist, der also festlegen kann, dass Hochfinanz, dass es ein schlechter Begriff ist und das dann auf jeden Fall stimmt, dann ist natürlich auch die Bewertung des Verfassungsschutzes richtig, dass die AfD rechtsextrem ist, ein Verdachtsfall ist und so weiter. Aus meiner Sicht wäre es hier dringend notwendig gewesen, da einzuhaken und darauf hinzuweisen, dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig ist, dass das Personal von den Parteien bestimmt wird und dass darauf nichts zu geben ist, dass es mit einem Gericht nicht zu vergleichen ist. Ich glaube, dass insgesamt natürlich die Behördengläubigkeit in Deutschland, sie nimmt ab, aber dass der Verfassungsschutz politisch so stark gelenkt wird, das können sich viele wahrscheinlich noch nicht vorstellen. Es sei aber an dieser Stelle gesagt, dass natürlich man im Nachhinein immer noch Verbesserungsvorschläge machen kann. Oder es auch Geschmackssache ist, ob man jetzt an der Stelle einhakt oder nicht. Und natürlich, man kann in der Schnelle nicht alles rausfinden. Man muss spontan reagieren. Und aus meiner Sicht, das war schon bewundernswert, wie nervenstark hier Lambrou die Übersicht bewahrt hat. Und natürlich kann man leicht sagen im Nachhinein, er hat jetzt dies und das nicht angesprochen. Und aus meiner Sicht, ich hätte mir ich hätte es mir auch noch gewünscht, dass man Markus Lanz noch stärker konfrontiert und ihn noch mehr auffliegen lässt. Aber jedenfalls ist ganz eindeutig erkennbar, dass Lambrou sich stark vorbereitet hat und Markus Lanz, sie schwer durchgekommen sind mit ihren Narrativen. Es dann auch etwas merkwürdig war, als am Ende sozusagen die Robin Alexander und Markus Lanz die vorher schon feststehende Endbewertung abgegeben haben. Wir halten jetzt fest mit anderen Worten, Robin Alexander, Herr Lambrou hat keine wirkliche Lösung. Und dann, warum wir uns auch in dieser Sendung so gestritten haben und wo auch wirklich ein Problem mit der AfD ist. Sie haben die prinzipiellen Sachen nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zur deutschen Vergangenheit nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zu Europa nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zur NATO nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zu Russland nicht gerade. So, und deshalb finde ich es auch ätzend, dass Sie immer sagen, wir sind die Konservativen. Regierungspolitische Wende
um 180 Grad. Das heißt, Björn Höcke, geht es um ein anderes Gedenken an die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Das ist doch völlig klar. Es ist im Grunde so, diese ganzen Angriffspunkte, Vogelschiss, 180-Grad-Wende oder auch jetzt auch das Vorfahren-Zitat von Maximilian Krah, sie lassen sich zusammen kategorisieren. Es ist die Kategorie positiver Vergangenheitsbezug. Das heißt jetzt nicht, dass man die Nazi-Herrschaft und die Verbrechen, dass man sie als nicht wichtig wahrnimmt, aber dass man sie nicht zu sehr in den Mittelpunkt rückt, angesichts einer langjährigen, tausendjährigen deutschen Geschichte. Also genau das, was eigentlich auch Gauland gesagt hat. Und was ist der Sinn dahinter? Dass man sonst einen positiven Identitätsbezug nicht herstellen kann. Und auch, dass man Hitler damit stark macht. Weil es so ist, dass immer automatisch, das gilt für Personen, aber auch Gegenstände, allem, dem man seine Energie zuwendet, macht man auch stark. Das ist unweigerlich so. Es ist natürlich ein Spagat, natürlich muss man sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen und ich finde es auch sehr lobenswert von Deutschland, dass man das nicht unter den Teppich kehrt, wie vielleicht andere Nationen ihre Verbrechen unter den Teppich kehren, dass Deutschland sich mit der eigenen Geschichte, dass man kritisch auch ist gegenüber sich selbst, das finde ich sehr positiv, aber ich finde es andererseits auch richtig, dass ein positiver Vergangenheitsbezug auch nicht völlig verloren gehen sollte. Nicht, ich sehe das Video aber im Gesamtzusammenhang. Ich kann mich genauso, wie Sie sich auf den ersten Satz kaprizieren, auch auf den letzten kaprizieren. Und er sagt, seien wir gemeinsam ein Volk. So läuft das ja nicht. Also man kann ja nicht einfach sagen, der Satz, der, ich merke das ja, der passt, gefällt Ihnen nicht. Er hat klargemacht, dass die Interpretation von Markus Lanz nicht zwangsläufig die einzig richtige ist. Und dass er doch Maximilian Krah befragen soll, womit er darauf hinweist, dass AfD-Leute fast nie eingeladen werden. Und dass dem Zuschauer dadurch bewusst wird. Genau das hätte er auch bei Björn Höcke auch noch sagen können. Es ist vielleicht so, vielleicht, ich kenne jetzt das Verhältnis zwischen Robert Lambrou und Björn Höcke nicht. Vielleicht sind das nicht die besten Freunde, ich weiß es nicht genau. Aber es ist so, dass aus meiner Sicht es unbedingt notwendig ist, Björn Höcke zu schützen. Und es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt sagt, ja, Björn Höcke ist jetzt mein allerbester Freund, er ist jetzt ich finde alles total toll. Sondern es geht ja hier um einen extremen Vorwurf. Also Rechtsextremismus, er wird ja als Dämon hingestellt, mit den finstersten Absichten. Und wenn das stimmt, dann müsste er natürlich ausgeschlossen werden, dann müsste er ins Gefängnis. Aber das ist ja alles nachweislich nicht der Fall. Und deswegen aus meiner Sicht müsste dringend professionalisiert, müssten alle Zitate von Höcke abgeklappert werden. Und man müsste dann eine Verteidigungslinie aufbauen. Also dass eben auch ganz klar ist, so wie jetzt Andreas Lichert, Lambrou das alles erklärt hat, so müsste Björn Höcke in allererster Linie man das abklären und so wie ich jetzt das beispielsweise erklärt habe mit dem positiven Vergangenheitsbezug, das auch so erklären. Weil Björn Höcke ist das Haupteinfallstor, das immer wieder bemüht wird. Björn Höcke wird systematisch als Dämon hingestellt. Natürlich kann man sich jetzt sagen, ja gut, er müsste mit den Vokabeln, er sollte keinen Interpretationsspielraum lassen, er sollte sich das besser überlegen, aber man muss sich auch überlegen, das ist jetzt sehr viele Jahre her, und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und es ist jetzt so, wie es ist. Und ich halte Björn Höcke nicht für einen Dämon. Und dann muss man ihn verteidigen, man muss man auch seine ganzen Zitate verteidigen. Nicht, dass es die allerbesten Zitate sind der Welt, aber auf jeden Fall, dass sie nicht extremistisch gemeint sind. Eben mit dem positiven Vergangenheitsbezug. Es sind ja auch Zitate, auch jetzt mit dem Vogelschiss, die ja mit der Positionierung der AfD zu aktuellen Themen gar nichts zu tun haben. Sondern es sind eher Sätze nebenbei gewesen. Also die jetzt wahrscheinlich eher nebenbei gefallen ist, wo aber die Medien alles durchforstet haben und gemerkt haben, aha, das können wir jetzt aus dem Zusammenhang reißen, hier können wir sie framen. Das ist perfekt, um sie zu framen. Obwohl der positive Vergangenheitsbezug sowohl beim Vogelschiss als auch bei den Höcke-Ausführungen, wo er ja auch sagt, dass der Nationalsozialismus eine dunkle Zeit war und so weiter und so fort. Er das ganz klar sagt, werden diese Zitate bewusst rausgerissen und der Bevölkerung wird suggeriert, der Nationalsozialismus wird verharmlost, wieder besseren Wissens. Und das wird dann die ganze Zeit wiederholt, sodass die AfD-Leute selbst glauben. Höcke wird als Dämon geframed und es wird so stark gemacht, es wirkt ja, weil allein wenn man es hört, wirkt es auf Unterbewusstsein. Und wahrscheinlich man mag es nicht eingestehen, aber alles, was man hört, wirkt auf einen und diese Propaganda hat wahrscheinlich auch bei sehr vielen AfD-Leuten gewirkt. Und dem muss man sich bewusst sein. Die Verteidigung, sie wäre noch viel effektiver gewesen, wenn Robert Lambrou diese ganzen Zitate in dieser Kategorie positiver Vergangenheitsbezug zusammengefasst hätte
und alles zusammen verteidigt hätte. Und auch deutlich gemacht hätte, dass es bewusst aus dem Zusammenhang gerissen wird. Wenn es gelingt, Björn Höcke negativ zu framen, als Dämon zu framen, dann hat das negative Konsequenzen für alle in der AfD, eingeschlossen Robert Lambrou. Aber wieso? Ich habe doch bei ihm dazwischen geredet und bei Frau Teutoberg dazwischen geredet. Die letzten 10 Sendungen, wo ich hier war, dazwischen geredet. Warum soll ich das bei der AfD nicht machen? Ich finde es unhöflich, ich unterbreche Sie auch nicht. Es wurde nur eine halbe Stunde von dem Gespräch wurde gebracht, es ging aber über 40 Minuten. Und dieser Satz, der ist weggefallen mit Robin Alexander. Herr Krah sagt auf TikTok, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Ja. Also, sind Sie auch ein echter Mann? Ich habe mit Maximilian Krah über dieses Video gesprochen. Mhm. Er war ja ein paar Mal da beim hessischen Wahlkampf. Und das ist ein Video, was er auch nicht so wirklich ernst gemeint hat. Es war auch so, dass Robert Lambrou immer die Ruhe bewahrt hat. Beispielsweise, als ihm Statements von Krah vorgelesen wurden, wo er verunsichert werden sollte, wo Markus Lanz auf eine Art und Weise vorgelesen hat, das ist ja vollkommen unmöglich, zum Beispiel echte Männer sind rechts, und er dann durch seine Art des Vorlesens Lambrou dazu verleiten wollte, auch zu sagen, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie blöd. Ich habe versucht, einen konstruktiven Ansatz irgendwo zu finden. Mir ist aber bis jetzt leider entgangen. Herr Lanz, darf ich noch eines kurz sagen? Ja, dürfen Sie. Und dann die Umfragen zeigen ganz klar, dass uns viele Menschen aus Überzeugung wählen für unser inhaltliches Programm. Und da stehen zu allen gesellschaftspolitischen Bereichen Ideen und Lösungen drin. Was natürlich der geschickte Hinweis war an die Leute, guckt unser Programm an. Guckt die AfD an, guckt im Internet. Hier könnt ihr es nachlesen. Wir haben ein Programm. Es stimmt überhaupt nicht. Das war natürlich ein sehr guter Schluss, den Robert Lambrou dadurch erreichen konnte, indem er die Ruhe bewahrt hat und Markus Lanz, er sich in Not sah, jetzt nochmal maximal alles rauszuhauen, um die AfD negativ zu framen. Nicht gerade. Sie haben ein Verhältnis zu Russland nicht gerade. So, und deshalb finde ich es auch ätzend, dass Sie immer sagen, wir sind die Konservativen. Und die Linken glauben das noch. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja anschlussfähig an links, was Sie sagen. Und das ist nicht konservativ. Ein Franz Josef Strauß oder ein Adenauer wusste doch, Russland, Amerika, deutsche Vergangenheit, Brüssel, das hätte man die 4 Uhr nachts wecken können. Und ob man Sie persönlich wecken kann, weiß ich nicht. Ich sehe Sie zum ersten Mal, aber Ihre Leute kann man halt in der Fläche nicht wecken. Sie sind dann nicht verlässlich. Und das Robin Alexanders und Markus Lanz Existenz hängen von dem Framing ab. Also Robin Alexander ist dazu da, und das hat man auch gemerkt, dem war er sich die ganze Zeit bewusst, er ist jetzt hier dazu da, Robert Lambrou zu framen. Und wenn er das nicht schafft, dann ist er über kurz oder lang sein Job los. Also er sieht sich als Profi, als Dienstleister, dem es jetzt gelingt, zu framen. Und das macht er mit aller Macht. Mit Körpersprache, mit Gestik. Er stellt sich so hin, er suggeriert, ich bin jetzt wahrhaftig davon überzeugt, die AfD hat ihr Verhältnis zur Vergangenheit nicht gerade. In der Breite sind sie rechtsextrem, die Leute, die sind schlecht und sie haben inhaltlich nichts zu bieten. Und hier hat Lambrou schon teilweise den Beweis erbracht, dass es nicht wahrhaftig ist. Mit der Hochfinanz, er hat dann nochmal die Hochfinanz angeführt. Er hätte hier noch ein bisschen mehr dazwischen gehen können, als Robin Alexander Atempausen gemacht hat. Weil es so funktioniert, dass sie mit dem Frame so massiv reingedrückt sind und es also auch schwer war zu ertragen. Es ging über Minuten. Und auch wenn Robert Lambrou alles immer abgewehrt hat, die Wiederholung zählt. Und es wirkt dann so, vielleicht, dass der Zuschauer denkt, okay, ja, Robert Lambrou hat jetzt die ganze Zeit einen guten Eindruck gemacht. Aber sie tragen es nochmal vor. Das heißt, sie sind wahrhaftig davon überzeugt. Und jetzt sagt Robert Lambrou nichts mehr. Das heißt, der ist in Wahrheit gar nicht so überzeugt davon. Natürlich, Robert Lambrou hat es dann auch gemerkt und er hat dann auch nochmal nachgehakt und gesagt, ja, das ist Ihre Meinung, das ist nicht meine Meinung. Was ganz wichtig war, was auch sehr gut war. Und das soll jetzt nicht so wirken, dass es jetzt ein großer Fehler war. Also aus meiner Sicht, man muss ja dran denken, er musste jetzt 40 Minuten lang hochkonzentriert sein. Und überhaupt das so durchzustehen, das ist schon, also natürlich kann man immer viel kritisieren, aber das so durchzuhalten, ohne einen Fehler zu machen, muss ja auch Angst haben, wenn man irgendeinen Fehler macht, es wird rausgegriffen, man wird dafür sein Leben lang geframed. Also man muss, jede Formulierung muss sitzen. Wenn man irgendwas Falsches sagt, dann wird das rausgegriffen und er kriegt es für immer um die Ohren geschlagen. Und dem ist er sich genau bewusst. Das heißt, er muss immer ganz vorsichtig sein mit seinen Formulierungen. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich extrem anstrengend, das jetzt 40 Minuten lang alles genau zu überlegen. Also das ist natürlich auch die Vorbereitung, das hat man ja auch gemerkt.
aber dass man sich da keine Blöße gibt, dass man alles perfekt formuliert und in keine Falle tappt, die einem gestellt wird. Und er muss natürlich aufpassen mit den Unterbrechungen, weil er hat ja selber gesagt, das ist unhöflich zu unterbrechen. Das heißt, wenn jetzt Robert Lambrou unterbricht, dann wird er natürlich ganz schnell geframed als Unterbrecher. Aber aus meiner Sicht hier in diesem Schlusssatz, in diesem unerträglichen Schlussplädoyer, da geht es ja um die persönliche Integrität. Und da könnte Robert Lambrou sagen, ja, ich entschuldige mich für die Unterbrechung, aber es geht hier um meine persönliche Integrität, da muss ich widersprechen. Und es reicht auch, wenn er nur kurz widerspricht. Aber es geht darum, dass er dem Zuschauer immer ein klares Zeichen setzt, er stimmt dem nicht zu. Und er hält das für nicht wahrhaftig. Also das wäre das, was ich noch gesagt hätte, wo ich noch in die Konfrontation gegangen wäre, den Leuten nachzuweisen, hat er ja zum Teil auch gemacht, zu sagen, dass er es nicht für wahrhaftig hält, was sie sagen über die AfD und über ihn. Und über den Inhalt und über das Programm. Was natürlich eine riesen Konfrontation ist. Wo sie dann natürlich empört sind. Was? Wie kommen sie dazu zu sagen, wir sind nicht wahrhaftig? Aber dann kann er eben den Nachweis erbringen. Mit der Hochfinanz oder auch, dass die Zitate mit der 180-Grad-Wende, dass es uralt ist, dass es eigentlich auch schon klargestellt wurde und immer das Gleiche herausgeholt wird und es nicht ausgewogen ist. Also er kann einfach selbst framen und sagen, ihre Vorwürfe, es ist unausgewogen. Und sie wissen, dass es unausgewogen ist. Und deswegen glaube ich ihnen nicht, dieses Urteil, das sie jetzt gesagt haben, die AfD, sie ist rechtsextrem in der Breite und wir haben die Vergangenheit nicht gerade. Ich glaube nicht dran, dass sie daran glauben. Aber das ist natürlich schon eine Konfrontation. Ich würde ja noch viel weiter gehen und alles aufmachen mit Nord Stream und der Ukraine-Informationspolitik. Aber natürlich, klar, das ist natürlich, wenn man da sitzt, man muss natürlich auch Angst haben, vielleicht vor dem ukrainischen Geheimdienst. Aber ich würde alles aufmachen wollen. Alle Felder, weil man ja überall den Nachweis führen kann, der Täuschung. Und natürlich mit der Ukraine, da kann er natürlich dann klar sagen, ja, jetzt Sie sagen hier 180-Grad-Wende. Poroschenko hat gesagt, deren Kinder werden im Bunker leben. Und sie stellen aber in den Öffentlich-Rechtlichen, wurde Poroschenko stets als prodemokratisch hingestellt und nicht als rechtsextrem. Und stellen sie als rechtsextrem hin. Er macht hier ein Rassengesetz. Er macht ein russisches Sprachverbot. In der Ostukraine, es werden Zivilisten bombardiert. Er selbst sagt, deren Kinder werden im Bunker leben. Deren Kinder werden im Bunker leben. Was schon so vielsagend ist, dass ein Verbrechen ist, dass es rassistisch ist, dass er Nazi ist, das ist eigentlich mit dem einzigen Satz bewiesen. Und die Medien bringen das nicht. Also ich würde das alles auf den Tisch bringen, wenn jetzt das auf Rechtsextremismus bei der AfD kommt und so voll in die Konfrontation gehen. Das ist so, würde es ich mir wünschen, so würde es ich machen. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache und es ist natürlich auch alles Sache der Vorbereitung. Bei mir ist es jetzt so, ich gucke natürlich immer Thomas Röper, Tacheles, Antispiegel. Also ich verwende sehr viel Zeit darauf, mich zu belesen und zu informieren, weswegen ich ziemlich viele Fakten parat habe. Bei den AfD-Vertretern, auch bei Robert Lambrou, muss man natürlich dran denken, er hat viele Verpflichtungen, er hat auch Familie und da ist die Zeit nicht so da. Aber aus meiner Sicht ist es umso wichtiger, sich inhaltlich, gerade bei diesen Themen, eben nicht aus dem Mainstream zu informieren, sondern am besten Antispiegel zu lesen. Aus meiner Sicht, das sollte in der AfD überall Pflicht sein. Das müsste sich rumsprechen, auch zum Beispiel die junge Freiheit, das auch kritisch zu sehen. Da wird man über wichtige Dinge auch nicht informiert. Aus meiner Sicht ist die junge Freiheit, es ist ja, findet ja auf unterschiedlichen Ebenen die Propaganda statt. Also auf allen Ebenen sollen die Leute abgeholt werden und die junge Freiheit ist aus meiner Sicht da auch verseucht. Also da sollen die Leute auch auf einer bestimmten Ebene für US-Partikularinteressen, für bestimmte Narrative abgeholt werden. Leider. Auf jeden Fall, ich würde alles auf den Tisch bringen, was ich faktisch beweisen kann, wo ich die Täuschungsnachweis erbringen kann. Und das ist auch natürlich auf jeden Fall lobenswert von Lambrou, dass er das teilweise auch versucht hat. Also er hat mit der Hochfinanz oder auch dem Beispiel mit dem Parteiprogramm, dass Alexander das Parteiprogramm nicht akzeptieren will. Das hat er auch nochmal erwähnt. Also es ist am besten, wenn man Konkretes aus der Sendung nehmen kann, als Beweis für die Täuschung. Das ist am effektivsten, weil der Zuschauer hat es dann ja selbst gesehen. Er kann es dann auch nochmal nachgucken. Er kann dann, und so haben sie sich Schwächen gegeben, haben sich entblößt und Robert Lambrou hat das aufgegriffen und in das Gedächtnis der Zuschauer gerufen. Was wirklich sehr gut war. Damit hat er Markus Lanz und Robin Alexander stark in die Bredouille gebracht. Und der Grüne, der versucht hat, auch so zu framen, er sah auch nicht gut aus. Er sah auch nicht glaubwürdig aus. Nehmen Sie doch die Kritik mal an. Also,
Ich lasse jetzt mal ein paar Sachen einfach durchlaufen, die nicht gestimmt haben bei dem, was Sie gesagt haben. Aber das lasse ich jetzt durchlaufen. Aber komm, lass uns aufarbeiten. Sind Sie ja sauer. Und aus meiner Sicht, hier hätte Lambu auch intervenieren sollen und nochmal nachhaken sollen. Was habe ich jetzt falsch gesagt? Bitte werden Sie konkret. Oder auch nehmen Sie die Kritik doch mal an. Weil das war so unverschämt. Da hätte Robert Lambu aus meiner Sicht perfekt sagen können, ich glaube nicht, dass Sie an das glauben, was Sie sagen. Wenn Sie sagen, dass die AfD rechtsextrem ist und dass wir inhaltlich nichts zu bieten haben. Ich glaube nicht dran. Also das wäre aus meiner Sicht, weil das war so frech, nehmen Sie die Kritik doch an. Und dann auch noch die Behauptung, er wüsste ja gar nicht, was Robert Lambrou mit Framing meint, das wäre ja ganz komisch. Also er framed massiv die AfD als rechtsextrem und dass sie inhaltlich nichts zu bieten haben und sagt gleichzeitig, ja, ich weiß gar nicht, was sie damit meinen. Das wäre natürlich perfekt gewesen, auch einzusagen, ja, sie framen gerade, dass wir inhaltlich nichts zu bieten haben und rechtsextrem sind. Das ist natürlich Framing und ich glaube nicht, dass sie daran glauben, dass wir rechtsextrem sind. Ich kaufe es ihnen nicht ab. Man muss ja sehen, wie konfrontativ Lanz und Alexander sind, weil sie ja Robert Lambrous Integrität angreifen. Also jetzt allein mit dem Satz von Robert Alexander, als er gesagt hat, ich habe jetzt da mal ein paar Sachen durchlaufen lassen. Sie haben also sozusagen, das heißt nichts anderes, als sie haben getäuscht. Das ist ein massiver Angriff auf die Integrität. Und warum soll dann Lambrou nicht sagen, ich glaube nicht daran, dass sie ernsthaft an das glauben, was sie sagen. Wenn sie sagen XYZ. Oder auch wenn sie sagen, nehmen Sie die Kritik doch an. Sie wissen, dass die Kritik nicht stimmt, dass es unausgewogen ist. Das ist konfrontativ natürlich, aber ich würde es so machen. Trotzdem soll aber festgehalten sein aus meiner Sicht, dass der Auftritt von Robert Lambrou maßgeblich dazu beigetragen hat, die AfD zu entdämonisieren. Und das nachhaltig. Man muss ja daran denken, Jörg Meuthen hat im Jahr 2020 durch seine ganzen Äußerungen über die Ost-AfD, darüber, dass man sich am besten abspaltet, dass man zwei Parteien macht, und über Andreas Kalbitz, den Ausschluss von Andreas Kalbitz, hat er die AfD nachhaltig massiv negativ geframed und ist als Grundzeug aufgetreten. Und das sitzt tief in der Bevölkerung. Das ist tief verankert. Und dieser Auftritt von einem Millionenpublikum von Robert Lambrou hat, denke ich, maßgeblich dazu beigetragen, das zu kitten. Es ist eben ganz wichtig, dass es Leute sind nicht von YouTube, weil die meisten Leute bei YouTube wissen Bescheid, seien es Linksradikale oder die anderen Zuschauer. Es sind hohe Aufrufzahlen, aber es sind doch meistens dieselben. Sondern er hat hier ein anderes Publikum erreicht. Eben die Leute, die den ganzen Tag nicht YouTube gucken, sondern was anderes machen und dann vielleicht abends mal kurz einschalten. Die Leute, denke ich, die wurden auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Und sehr wahrscheinlich hat er auch mit seinen Auftritten in Hessen auf diese Weise sehr viele Leute zum Nachdenken gebracht, wodurch das gute Ergebnis zustande kommt mit 18,4%. Was auch ganz entscheidend ist für das Framing in Zukunft, weil wenn jetzt die AfD 18,4% in Hessen geholt hat, dann kann man nicht mehr sagen, das ist jetzt ja der Osten und das sind die komischen Loser im Osten, die sind halt irgendwie merkwürdig, die sind halt noch DDR verseucht oder die sind anders als wir und die sind komisch und ja, die AfD ist ein Ostphänomen. Sondern diese 18,4% ist aus meiner Sicht eigentlich ein Ergebnis, wie man es nur aus Ostdeutschland gewohnt ist. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes und das macht das Framing sehr schwer in Zukunft für die Öffentlich-Rechtlichen. Es war ein Meilenstein, dieses Ergebnis zu holen. Es war ja so, die Entwicklung des Abends war ja so, es hießen ja erst 16%, 15%, da dachte ich mir, naja gut, ist ja ganz nett, aber ist jetzt auch nichts Besonderes insgesamt. Aber als es dann über die 17% ging, da war mir dann auch klar, das ist eine psychologisch wichtige Marke, weil 17%, das geht schon mal in Richtung 20%. Es wird natürlich jetzt umso schwerer, die AfD auszugrenzen aus dem Fernsehen. Und wenn dann so Auftritte kommen wie jetzt, dann haben Robin Alexander und Markus Lanz ein Problem. Weil sie stehen natürlich dann völlig unglaubwürdig da. Wenn sie sagen, die AfD ist rechtsextrem und so weiter. Das ist ja Robin Alexander hat es ja nicht nur jetzt gesagt, sondern er hat es ja in allen Sendungen gesagt. Und wenn dann die Leute sehen, okay, die sind ja anders, wie stehen die beiden Leute dann da? Also für die ist es ein riesiges Problem. Natürlich, es gibt bestimmt auch Kritik mit der Ostukraine, mit den Vorfällen hätte man 2022 noch ganz anders die Medien aus den Angeln heben können. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, der bleibt. Auf jeden Fall, denke ich, muss man immer dran denken, wie wäre es, wenn man selbst da sitzen würde und wie nervenstark man sein muss. Und dass man das, denke ich, kann man auf jeden Fall honorieren. Und ja, dankbar sein, dass sich Robert Lambrou so gut vorbereitet hat und sich so angestrengt hat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.